Ja, hallo und willkommen zurück zu Silent Hill Downpour. Ja, wir sind auch unterwegs mit Murphy in Silent Hill und zwar in der Bibliothek, war es, glaube ich. Könnte ich eigentlich auch wieder runterfahren? Nein, will ich nicht. So, ich bin noch unterwegs mit dem Hammer, was das Problem ist, weil ich sehe schon wieder enge Räume, wenn ich jetzt irgendwo zuschlagen muss. Vielleicht die Axt besser. Aber ich weiß nicht, was jetzt kommt. Ich bin ganz vorsichtig. Ich habe hier wirklich keinen Überblick mehr. Nein, hier liegt schon wieder so ein hingeklatschter. Moment, da geht's für mich hier durch. Ja, für mich geht's hier drüber. Telefon. Kann ich jemand anrufen? Okay, ich sehe schon. Sehe schon, ja, ich muss hier durch. Und deswegen die Axt. Na komm, springt schon irgendwas oben drüber weg. Kontrolle gekommen. Ich muss erstmal. Was haben wir denn hier? Nächstes Ziel. Eine Karte von der Bibliothek. Das ist schon mal gut. Das war bloß jetzt schließen. Ja, wieso kann ich hier rein, wenn hier nichts ist? Ja, verwirrend. No smoking, kein Nichtraucherabteilung. Ja, ist halt auch eine Bibliothek, das sollte man möglichst nicht rauchen. Wir wollen aber was mit untersuchen. Willkommen in Shepherd's Glen. Das verstehen. Das will ich auch nicht verstehen. Dann lacht jemand. Und ich höre schon wieder solche. Naja, du weißt schon. Gewissen Laute. Von denen, die von der Decke springen. Doch hier irgendwo rumhängen, wenn ich die Geräusche schon höre. Oh, hier ist Blut.
gut. Bericht über mich, oder? Ich nehme lieber mal Medizin. Hier ist noch jemand, der irgendwo rumhergeistert. Im wahrsten Sinne, also da vorne liegt jemand. Hier nicht her. Ja doch, ich bin hier drauf zu. Egal was hier kommt, ich sehe dich. Like somebody has specific taste in entertainment. Oh, okay. Jetzt bin ich maximal verwirrt. Sagen wir, was ist denn das immer? Oh. Das ist ein offenes Fenster, die sind eigentlich alle zu immer. Oh, Tresor, ich sehe schon. Nächste Abteilung. Moment, erstmal hier schauen. Ich bin wirklich maximal verwirrt. Ich muss ja einen Hinweis finden auf den Code. Für, ja, auf den Tresor. Wenn du jemanden verlierst, den du liebst. Einmal schauen, ist gleich. Oh, verwirrend. Ah, okay, ich gehe mal noch nicht nach unten. Noch ein Türcode. Oh Gott, nein, was soll denn das sein? Ich hab nichts. Finde den Entsperrcode.
nicht gut. Ah, sind doch ganz schön mitgenommen. Das klingt spannend. Ich hätte ja den Türcode auch mit der Taschenlampe gefunden. Ja, den Code, ja, allgemein. Ja. Ich verlaufe mich immer mehr. Gar nicht gut aus. Hier wächst alles rein. Untersuchen. Gefährliche Schönheit. Ja, die sind mir schon begegnet. Damit zuhauen, ja. Halt, da war noch eine andere Tür. Ganz hier hinten war noch eine andere Tür. On WLMN-FM. This one rolls out from my girl Sally. Her little bro was stuck in Brookhaven getting his tonsils out. Well, little man, we all know nothing drags like a stint in the hospital. So on behalf of your sweet sister, here comes some music to heal by. Außer einem Radio ist hier nichts drin. Oh, eine Stahl. Tür. Wait. There's something written here. Oh. Okay.
Ja, jetzt haben wir wieder noch ein Puzzle. Okay. Könnte das sein? Nein, das ist er ja. An die 6 hier anreihen. Oh, hier ist noch mehr. Alter. Wieso kann ich denn nicht an die ran? Komme ich an die nicht ran. Hier oben liegen. Muss ich die so dazwischen basteln? Geht doch gar nicht. Oder doch? Wieso ist denn das so komisch unten? Hier ist nie was. Ich kann an die 6 oder? Das hier versperrt alles. Das ist 8, 5, 11, 6, 3. Ja. Sag ich mal, schreibe ich mal auf. 5, 11. Oder eine 13. Ah, echt. Das erzählt ja mir was, wenn ich. Was ist denn das mit den Geschriebenen hier? Das ist richtig. Was ist das für ein einzelnes Gedöns? Kommt das so ganz hinten ran, oder? Erzählt er mir nichts.
Warte mal, das ist ja... Nein, das wäre zu schief. Jetzt ist schon wieder 85 11 36 85 11 36 ja, stimmt mir dazu. Okay. Gehen wir wieder nach oben. Wieder ein Bild zum Ansehen. Dämon Samael. Schön. Wieder nach oben, das habe ich vergessen. Oh nein, er war halt noch nicht. Wenn es Sinn machen, das war wirklich mal schon. Kommt da wirklich was hoch? Trust yourself, Lord. You know more than you think you do. Hier irgendwie zurück. Ja. Nichts wie rauf, wie die Tanten wieder auftauchen. Nehmen lieber mal die Waffe in die Hand. Die habe ich schon. Ich hab's in der Hand. Wo war jetzt der Tresor? Also hier könnte die Zahl nicht... Oder die könnte ja passen. 851136. Und weiter. Noch eine Tür. Jetzt habe ich aber den Tresor vergessen. Ja, Shepherd House. Glaube ich noch hier rein. Ah!
climbed us to the upper level. Oh, retcon. On earth, this will hold me. Nein, oh nein, nicht mal hinter Tresor, der Tresor. Wieder zu dem Tresor. Aber ist egal, da komme ich schon noch hin, oder? Waffe genommen. Mein Gott, ist das ein Vollpfosten. Habe ich wohl nicht mehr. Wieso habe ich denn die Pistole nicht mehr? Habe ich wieder. Oh, da habe ich wieder was aufgehoben. Ich will nicht zurück, bist du dumm? Aufregend. Ja.
ist aber auch eine Leiter hier runter. Ja, die Hauptpuppe habe ich hier erschossen übrigens. Und wo war da eine Leiter nach unten? So. Vergesse ich hier alles Mögliche. Dias sind das. Dias habe ich aufgenommen. Dias. Seite. Tja, nicht mit dem Tresor, wenn ich den Tresor noch wüsste, wo der ist. Was kaputt. 13, 2, 1, 3, 2, 1, 13, 18. Tresor, ja, dann könnte ich den doch noch finden. Wiederfinden. Hier? Nein, da ist diese riesen Tür. Türen.
solche Musik hier. Ich will das mit dem Tresor wissen, deswegen. Wir sind hier. Das kann doch alles sein. Wo soll ich denn die Zahl hernehmen? Sichtbar gemacht wird. Ich meine, die andere habe ich auch gefunden. Auch so weit weg. Kann ich mir fast gar nicht vorstellen. Silent Hill übrigens. Ah nein, die Leiter führt nirgends hin. Na, hier auch nichts. Nicht vorstellen, dass das hier unten ist. Ich habe auch keine Lust, irgendwo so zu gucken. Hier ist auch nichts zwischendurch oder an der Decke. Ich meine, den Code für die Tür habe ich auch sonst wo gefunden. Das Licht gut. Alter, da war ich doch noch nicht. Ich habe auch Dias, habe ich auch eingesammelt. Moment. Das ist ja der Code auf den Dias. Film, oder? Halt. Moment. Ach hier, was? Nein. Ah, das ist der Blödsinn wieder. You're listening to the DJ Rick Show on WLMNFM, where the tracks are tight and the sweet melodies flow on and on. It's always a perfect day with... Was ist das für eine Kiste, die das hier runterschmeißt, was hier immer wieder so lacht? Inventar öffnen, das sage ich doch. Okay, ja genau, jetzt bin ich gespannt. Okay, ich sehe hier eine 6, eine 9 und eine 1. 6, 9,
1. Schreibe ich mir mal auf. 6, 9. 1. Okay. Er ist ja gleich hier. Hör auf. Fünf, sechs, sechs, sieben, neun, eins. Muss ich das jetzt andersrum machen? Irgendwas mache ich hier falsch. Was habe ich gesagt? 691. Das ist doch keine 9. Was ist eine 9? Da stehen wir ja trotzdem nicht. Oder waren die anders an? Geordnet, 9. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Es war anders angeordnet. Ist es ein Raum? Oh, ein großer Tresor. Raum, du liebe Zeit. Ausweis habe ich gefunden. So what's it gonna be, Murphy? You and me gonna play ball? Is all your hard work for nothing? I mean, the way I see it, sort of a win-win situation, right? Guys like Napier, they've got no business breathing the same air as you and me, right? Now, courts and the bleeding hearts out there insist we sequester guys like him away from the general population for their safety. Can you believe that shit? For their safety. Let me ask you this. What about Charlie's safety, huh? So this is how it's gonna work. I'll give you access to Napier. Make sure you get some quality time with that worthless sack of shit. I'll see to it no one finds until I've had a chance to scrub the place down. Keep you in the clear. But in exchange, you're gonna owe me a favor. Think you can do that for me, sport? Of course you can. I know you're a man of your word, Murphy. You be a straight shooter with me, I'll be a straight shooter with you. Remember, Cupcake, you owe me one. Na, okay, hier gibt's nichts mehr. Das war ein kleiner Hinweis. Doch. Amtliche Mitarbeiter Beurteilung archiviert, ja, da steht nichts Gutes über den wahrscheinlich drin. Okay, jetzt wieder Orientierung. Ich sollte also hier irgendwie, es geht ja noch um den Typ, den ich am Anfang erstochen habe. Oder jetzt halt, ja. Okay. Was soll ich mal sehen? Natürlich eine 9, ey. Ich habe die römischen Zahlen. Ich habe eine 8. Peinlich. So, jetzt habe ich alle Tresors.
Türen geöffnet und sogar noch etwas aus der Vergangenheit gesehen. Ich schätze, das war noch nicht alles, was hier passieren wird. Es ist mir zu ruhig. Weil hier oben ist ja schon eine lachende Gestalt entlang. Schon wieder. Lieber Nachbar. Illustriert von Thomas Stepanitz. Zoom? Es geht auch in Zoom. Da hätte ich euch kann alles hier schon vorlesen. Okay, hier ist niemand. Dann könnte ich ja eigentlich zu dem Fahrstuhl zurückkehren, in das erste Stockwerk hier praktisch erledigt ist. Ja, wenn ich den finde. Hier unten, aber vorne komme ich doch nicht durch, oder? Wo war jetzt der Fahrstuhl? Ich bin ja ein ganz schönes Stück zurück jetzt gegangen. Ja, auch so ist zu lachen. Ist nicht witzig. Ja, das war das Bild. Ah. Also, ja. So, ich bin jetzt. Jetzt Inventar öffnen. Okay. Den Ausweis konnte ich jetzt nutzen. Im ersten Stock war ich schon. Zweiter Stock bin ich jetzt. Im ersten Stock habe ich das alles gemacht mit dem. Ich fahre mal zum dritten. Mit dem Ausweis komme ich bestimmt auch gleich hoch. Im 18. Stock. Habe ich hier schon gewütet? Schon, ne? Ja, ich komme von hier. Also, das war, wo der Fahrstuhl, wo der Rollstuhl dazwischen gesteckt hat. Also mache ich jetzt ganz nach oben. Hört auf zu lachen. Ich finde das immer noch nicht witzig. Jetzt geht's in den 18. Stock. Das, was jetzt passiert. Wer weiß, was jetzt wieder kommt. Entschuldigung, ich mach mal schlucken aus. Das sieht ja schon mal schön hell aus. Ah, es hat gespeichert. Ihr wisst, was das bedeutet. Das bedeutet, ich halte die Spannung ein bisschen aufrecht und was auch immer hier WLMNFM heißt, wahrscheinlich ein Radiosender oder sowas. Und dann würde ich sagen, ich mache erstmal Schluss an dieser Stelle hier bei Silent Hill Downpour. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich bin dann erstmal weg. Tschüss.